Hallo. Recht herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video mit dem Aquapainter. Und zwar nur aus gegebenen Anlass heute mal. Ich hatte es ja vorhin schon in die Community News reingeschrieben, dass ich meinen Kanal umbenannt habe. Und zwar von Aquapainter in Aquapainter Moba, also zusammengeschrieben mit Bindestrich. Das hat einfach nur den Grund, dass ich die... assoziiert sich besser. Also ich sag mal, wenn man nur Aquapainter, da kann man wahrscheinlich, da erwartet man irgendwelche Wassermaler, Künstler, aber kein Modellbauer. Deswegen habe ich das jetzt Ganze umbenannt. Ich bin noch am Überlegen, da warte ich mal ab, ob es überhaupt jemanden interessiert oder wie die Reaktion ist, ob ich das Ganze in AP-MOBA umwandle, weil mein Logo ist ja eigentlich AP für Aquapainter. Ist vielleicht ein bisschen griffiger, ein bisschen kürzer. Und ich denke mal, das wäre vielleicht eine nette Sache, dass man das Ganze noch ein bisschen besser oder schneller gestalten kann. Auch für neue Leute, es merkt sich halt besser als Aquapainter. Wie gesagt, das verbindet man wahrscheinlich eher selten mit, ja, mit einem Kanal, der Modellbau macht. Und das MOBA steht ja an sich für Modellbahn oder auch, ich sag mal, für Modellbau. Das kann man ja nur sehen, wie man will. Und ich denke, das passt von daher beides recht gut. Und ja, das war es eigentlich, was ich euch schon sagen wollte, was ich so auf die Schnelle noch heute gemacht habe. Das habe ich hier, während ich hier meine kleinen, kann ich mal zeigen kurz, da bin ich gerade beim Arbeiten. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier. Ich gucke wieder auf meinen Monitor da drüben. So kleine Mauern, die ich gerade baue für die Anlage. Das zeige ich euch aber am nächsten Freitag, wie weit ich da bin, was ich alles gemacht habe. Dann sage ich, mach's erstmal schön gut, dein Aquapainter AK Uli. Tschüss, bis denn. Ciao.